Hallöchen ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute zu einem Wir machen alles Video. Mein Plan für heute ist es, die Wäsche zu machen. Dann müssen wir so ein bisschen hier unten im Erdgeschoss aufräumen. Und wir wollen heute eigentlich auch für Halloween dekorieren. Bevor wir das alles aber machen, muss ich noch was zu essen machen. Denn momentan ist es so, dass Alex total krank ist und momentan flach liegt. Er schläft jetzt schon seit 4 Stunden oben. Die Kinder und ich waren auch schon in der Innenstadt, haben ein paar Einladungskarten für Max' Geburtstag geholt. So ein bisschen was. Und weil wir so ein bisschen was haben, müssen wir uns ranhalten, denn morgen ist Sonntag. Und ihr wisst, Sonntag sind unsere kindfreien Tage. Und diesen einen Sonntag würde ich super gerne damit verbringen, dass wir die Küche aufräumen. Und zwar mal so richtig, richtig. Denn die hat es eigentlich wirklich mal wieder nötig. Und deswegen habe ich gedacht, ich versuche es heute zumindest mit dem Video. Ich bin gespannt, wie weit ich komme oder ob ich das alles schaffe, was ich mir gerade so vorgenommen habe. Aber das ist zumindest der Plan. Und falls ihr mir Gesellschaft leisten wollt, dann pausiert dieses Video, schnappt euch alle Sachen und leistet mir Gesellschaft. Und für die anderen hoffe ich, dass euch das Video zumindest motiviert, sodass ihr beim nächsten Mal mit aufräumt. Ganz viel Spaß! An solch Tagen wie heute muss es etwas schneller gehen. Deswegen haben die Kinder und ich uns gerade dazu entschlossen, was wir heute zum Mittagessen machen. Wir hatten die Auswahl zwischen einem Nudelauflauf, weil das nun mal schnell geht, oder einem Risotto. Die Kinder wollten Risotto, hauptsächlich Emma. Und weil die sowieso kein Fleisch essen und Alex und ich aber gerne Shrimps, mache ich Shrimps. Dadurch, dass ich aber nichts vorher geplant habe, was ich mache, habe ich diese hier natürlich vorher nicht auftauen lassen. Das heißt, ich mache die Packung jetzt auf, nehme die Hälfte da raus, befülle dann die Schüssel mit den Shrimps mit kaltem Wasser und füge etwas Salz hinzu. Das soll für einen natürlicheren Auftauprozess sorgen, statt dass ich das Ganze irgendwie in der Mikrowelle auftaue, denn die Möglichkeit besteht bei uns halt hier auch. Oder mit heißem Wasser, das soll man ja absolut nicht machen. Deswegen, wie gesagt, kommt kaltes Wasser rein und auch noch so ein bisschen Salz. Ich hatte euch ja bereits erzählt, was wir hier machen. Das tue ich übrigens, das habe ich euch gar nicht gesagt, nur bei Shrimps. Ich mache das nicht mit Fleisch oder Lachs oder Ähnlichem, das passiert wirklich nur mit Shrimps. Und das klappt wirklich ganz gut. Ich mache das jetzt schon seit Ewigkeiten, denn ich vergesse jedes Mal die Sachen vorher rauszuholen. Ja, anschließend kommt etwas Butter in die Pfanne. Das Ganze lasst ihr dann schmelzen. Ich liebe es einfach zuzugucken, wie diese Butter dort drin schmilzt. Ich weiß nicht warum. Übrigens, die Lichtverhältnisse sind nicht die optimalsten. Das werdet ihr im Laufe des Videos hier sehen. Diese Shrimps werde ich dann nochmal ein bisschen würzen. Mit ganz viel Knoblauch, mit Paprika edelsüß, mit Chili, mit Zitronenpfeffer, mit etwas normalem Pfeffer und ein ganz, ganz kleines bisschen Salz. Das Ganze muss dann immer mal wieder umgerührt werden. Ich gebe immer noch mal super gerne etwas Sojasauce und auch gepresste Zitrone mit rein. Ich finde, das gibt dem Ganzen so ein gewisses Etwas und schmeckt nicht ganz so fad. Obwohl ich sagen muss, bei den vielen Gewürzen ist das Ganze von Anfang an nicht fad. Hier wollte ich euch unbedingt zeigen, wie ich das mit meinem Reis so handhabe, denn man muss ja den Reis vorher waschen, zumindest sagt man das immer, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht ganz so gut aus, ich mache dann einfach immer nur. Und ich gebe 2 Tassen Reis in so ein Sieb und halte das Ganze dann unter Wasser, so dass das Ganze nicht mehr unten ganz so cremig aussieht, wenn es runterkommt, also es ist dann immer so weißlich das Wasser, sondern ich warte wirklich immer eine Zeit lang, bis das Wasser ziemlich klar ist. Und erst dann füge ich den Reis in die Pfanne mit hinein. Dann, und das wisst ihr wahrscheinlich auch, siebe ich super gern meine Brühe, denn ich mag die einzelnen Kräuterstückchen da drin nicht. Ich weiß nicht, warum die das machen. Das Ganze wird dann nochmal umgerührt und dann für 2 Tassen Reis braucht ihr meistens 4 Tassen Wasser. Ich nehme einfach nur einen vollen Wasserkocher. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich mache das immer auf diese Art und Weise. Und dann kann das Ganze köcheln. Auf dem Esszimmertisch ist wieder so ein bisschen was verteilt. Wie ihr sehen könnt, wir haben vom Frühstück nur das Nötigste weggeräumt. Der Rest, der lag hier dann. Wir machen den Tisch jetzt einmal sauber, damit wir gleich essen können. Das, was ihr jetzt hier so seht, ist ein tatsächlicher Tag. Also so ist der Tagesablauf bei uns eigentlich immer. Ich mache diesen Tisch hier immer ganz, ganz häufig sauber. Das ist normal, das werdet ihr auch kennen. Ich meine, nach jedem Essen muss das nun mal sauber gemacht werden. Und wenn die Kinder dann da gespielt haben, muss das Ganze wieder gewischt werden, weil ihr halt essen wollt oder irgendwas anderes. Und ich habe es euch diesmal so ein bisschen vollständiger gelassen sozusagen, damit ihr einfach mal seht, was wir denn tatsächlich so machen. Denn ich finde, immer wenn so ein Video zurechtgeschnitten ist, dann wirkt das Ganze so perfekt und es sieht immer nur so aus, als ob man die Sache nur einmal wischt oder das Zimmer nur einmal sauber macht. Dabei ist das gar nicht so, ganz im Ernst. Ganz oft ist es so bei mir, dass wenn ich zum Beispiel das Wohnzimmer sauber gemacht habe, ihr es 5 Minuten später schon gar nicht mehr wiedererkennen könnt. Ja, nachdem unser Reis dann da geköchelt hat, gebe ich kurz vor Schluss, also wenn wirklich nur noch ganz wenig Wasser mit drin ist,
gebe ich dann nochmal so ein bisschen was vom Mais und von den Erbsen mit hinzu und lasse das Ganze dann nochmal so 3 bis 5 Minuten stehen. Allerdings mache ich da meistens schon den Herd aus, damit das Ganze nur noch wirklich so, ja, zu Ende garen kann oder zu Ende köcheln kann, ohne dass es auf dem Herd steht. In der Zeit decke ich dann meistens den Tisch. Man versucht ja immer so, seine Zeit optimal zu nutzen. Zumindest ist es bei mir so. Und hier neigen wir uns dann schon dem Ende. Ihr seht, es ist durch. Und so sah das Ganze dann aus. Und wie gesagt, nur Alex und ich essen das mit den Shrimps. Die Kinder wollen dann immer nur den Reis mit den Mais und den Erbsen. Ganz besonders Emma, die mag auch kein Fleisch. Max würde sich schon überreden lassen, aber sie halt gar nicht. Und so sieht das Ganze aus. Wirklich total lecker und ihr habt ja gesehen, wie schnell das ging. Und der Hauswirtschaftsraum für heute, ihr seht, das hier ist die dreckige Wäsche, genauso wie das. Ich hatte das hier schon die letzten Male sortiert, deswegen ist das schon sozusagen in den richtigen Behältern. Hier ist auch noch ein bisschen was. Das hier müssen wir definitiv alles vorher sortieren. Das hier ist saubere Wäsche, ihr wisst ja, die war vorher im Trockner. Das ist alles, was wir abnehmen müssen. Und bevor wir uns hier an die Wäsche machen, wollte ich euch noch einen kleinen Einkauf von Kik zeigen. Der passt hier super rein, denn die Wäsche muss dann gewaschen werden. Ihr wisst ja, wir tragen die Wäsche nie irgendwie frisch, wenn wir sie gekauft haben. Sie muss immer mindestens einmal durch die Waschmaschine. Und deswegen legen wir direkt los. Es sind ein paar Kleinigkeiten für die Kinder. In Größe 104 für 5,99 ein Pullover für Emma. Sie braucht jetzt für den Winter und den Herbst definitiv so ein paar wärmere Pullis. Auch wieder 104 und 6 Euro in der Farbe. Selbe Spiel, 104, 6 Euro in so einem zarten Rosa. Und ihr seht, da steht ein bisschen was drauf. Uns ging es nicht wirklich darum, was draufsteht, sondern wirklich, was sie anziehen kann. Das hier war in 104 eins für 7,99. Und zwar so eins in Rosa mit ganz vielen kleinen Einhörnern drauf. Und das hier hat übrigens eine Kapuze und lässt sich hier öffnen. Das sind Pullover, die ich eigentlich so ganz und gar nicht für die Kinder mag. Weder für bei Max geht es noch. Bei Emma absolut nicht. Ich mag bei Emma wirklich eher so die Pullis, die ich einfach über den Kopf ziehen kann. Denn mit diesem Reißverschluss spielt sie sonst die ganze Zeit. Und A, geht er dann viel zu schnell kaputt. Und B, ist er immer unten. Das ist halt total unpraktisch mit Kindern, finde ich. Für Max haben wir eine Hose gekauft. Und zwar in der Größe 134 für 9,99 Euro. Das ist eine Spider-Man-Jogginghose. Die hat hier an der Seite auch überall Spider-Man stehen und ganz unten nochmal so eine kleine Spinne. Nichts Besonderes, aber Max braucht definitiv ganz, ganz viele Jogginghosen. Und normalerweise kaufe ich die Jogginghosen immer bei eBay Kleinanzeigen. Es ist einfach super praktisch. Die wechseln ihre Größen ja wie verrückt. Das heißt, ich muss immer sehen, wo ich bleibe. Und bei Max war es so, ich habe letztes Mal so eine tolle Verkäuferin gefunden. Die hatte irgendwie alles in Größe 122 und 128. Und ich habe mir zwei fette Pakete nach Hause bestellt für gerade mal 200 Euro. Und da waren so viele Sachen drin, vor allen Dingen auch Markensachen. Es hat sich so gelohnt und jetzt finde ich halt einfach absolut nichts. Und wenn ich was finde, dann ist es viel zu teuer und das lohnt sich dann erst recht nicht. Dann habe ich für Emma einen kleinen Pyjama geholt. Ihr seht, der ist fliederfarben, hat hier vorne an den Knien so eine kleine Katze. Und passend dazu gab es natürlich so einen kleinen Pullover für 5,99 Euro insgesamt. Da waren kleine Ballerinas drauf. Ihr wisst ja, Emma tanzt gerade Ballett. Das heißt, es hat irgendwie voll zu ihr gepasst. Ein Pyjama für Max für 5,99 Euro. Der ist in 122, 128. Absolut nichts nach Max Geschmack oder sowas. Hier sind so kleine Bagger drauf. Max ist halt in einem Alter, wo das eigentlich nicht mehr so der Fall ist, dass er sowas mag. Aber ich weiß nicht, ob ihr auch gerade das Problem habt. Ganz besonders, was so Pyjamas angeht. Ich habe für meine Kinder super gern diese Pyjamas. Ich liebe die. Die waren früher so bei Lidl für ja 7,99 Euro. Und so weiter. Jetzt kriege ich die nirgendwo mehr unter irgendwie 12,99 Euro und ich finde das ganz schön teuer. Und ich hätte am liebsten für Max um einiges mehr davon gekauft, auch wenn es nicht sein Fall ist. So hat er mehr Auswahl als nur die 4 Pyjamas, die wir jetzt haben. Ein Pyjama, der neu ist, hängt schon da. Der war von der Rossmann Kindermarke oder sowas. Der hängt schon da. Jetzt hat er 5. Mit dem sind es dann 6. Das reicht dann einigermaßen aus. Wobei, wer mich kennt, weiß, ich liebe es immer, das irgendwie so in Massen zu haben, damit ich nicht jedes Mal waschen muss. Für Max habe ich dann nochmal 3 Strumpfhosen gekauft. Hier sind 3 Stück drin für 4,99 Euro. Max ist kein Strumpfhosenträger mehr, aber ich finde es immer noch ganz gut, wenn wir mal rausfahren.
Und dann kommen Strumpfhosen für Emma. Für jeweils 2,99 Euro in der Größe 110, 116. Letztes Mal habe ich die Größe 98, 104 gekauft. Das ist halt die Größe davor. Ich konnte alle entsorgen. Die waren alle zu klein. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall habe ich die jetzt geholt. Ich hoffe, die sind da nicht zu groß. Das wäre echt ärgerlich. Wie gesagt, 2,99 Euro mit so einem Einhorn drauf. Dann welche mit so kleinen Planeten und Sternen. Braune mit so Igeln. Ein zartes Beige mit Blümchen. In Rosa mit so einem Waldmotiv und in Grün mit Traktoren und Baggern und sowas. Die hier sind aus der Jungsabteilung, aber Emma liebt die Sachen von Max sowieso, also hat sie auch nichts dagegen. Ja, und insgesamt haben wir dann 65,87 Euro gezahlt. Ja, für einen kleinen Einkauf von Kick, ne? Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Bevor wir aber zu lange hier weiterquatschen, würde ich sagen, wir machen uns jetzt an die Wäsche. Und das habt ihr mich schon tausendmal machen gesehen und ihr habt auch immer Kommentare dazu gehört, weil ich euch dann immer so ein bisschen mitnehme und erzähle, was ich mache. Ich gehe hier vor wie immer. Ich nehme die Wäsche auf dieselbe Art und Weise ab. Meistens schnupper ich auch immer an der Wäsche. Es ist kein Fetisch oder so, ich verspreche es. Aber kennt ihr das? Manches Mal ist es halt so, dann vergesst ihr vielleicht, dass dieses eine T-Shirt gerade vom Sport war und legt es mit in die normale Wäsche statt in die Sportwäsche. Und meine Sachen wasche ich ja teilweise bei 30 bis 40 Grad. Und dann habe ich immer Angst, dass der Kragen, denn der riecht meistens dann, wenn das irgendwelche Sportklamotten sind oder so. Und weil ich weiß, welche Sachen ich meistens für Sport benutze und auch Alex, rieche ich dann einfach nochmal dran. Und wenn ich der Meinung bin, das riecht nicht ganz so gut, dann lege ich es nochmal weg und dann kommt es in die nächste Wäsche sozusagen nochmal mit rein, ohne dass es einer von uns trägt. Denn ich kann es absolut nicht leiden, wenn die Wäsche nach so bereits getragenen Sachen riecht oder auch nach einfach nicht frisch. Versteht ihr, was ich meine? Wenn das so aus der Waschmaschine kommt, dann möchte ich den Weichspüler da drin riechen können und einfach die Frische. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt das definitiv nochmal weg und wird nochmal gewaschen. Passiert allerdings nicht ganz so häufig. Gott sei Dank habe ich die Wäsche gut im Griff. Ach ja, das wollte ich auch unbedingt erwähnen. Ihr werdet hier immer wieder mein T-Shirt aus der Hose und aus dem Pullover blitzen sehen. Oh, ganz ehrlich, ich war halt zu Hause und war halt so in meiner Routine und da achte ich nicht so richtig drauf, wie ich gerade aussehe. Für mich ist immer die Hauptsache, dass der Haushalt dann so einigermaßen unter Kontrolle ist und dass ich dann vorankomme. Deswegen habe ich da nicht drauf geachtet. Ihr seht also immer wieder, dass da dieses schwarze T-Shirt hervorblitzt. Es ist kein Slip oder ähnliches, es ist wirklich nur mein T-Shirt. Ja, auch diesen Teil habe ich euch schon ganz oft erklärt. Ich sortiere meine Wäsche immer nach Farben. Das ist so meine Vorgehensweise. Ich weiß, nicht jeder versteht es und das ist auch vollkommen in Ordnung. Auch hier habe ich übrigens an der Wäsche geduftet. Das ist dreckige Wäsche und eigentlich total eklig. Aber manchmal denke ich so, Gott, hat Alex das zum Sport getragen oder nicht? Dann dufte ich dran und weiß, ja oder nein. Es ist halt mein Mann. Ich finde das nicht schlimm, dann dran zu riechen, auch wenn es seine Sportsachen sind. An der Unterwäsche würde ich das nicht tun. Das verspreche ich euch. Ja, nachdem das Ganze dann nach Farben sortiert ist, habe ich so mein eigenes gelbe Säckesystem. Ich lege dann die Wäsche nach Farben dann halt auch in die Säcke, damit das Ganze zum einen nicht riecht und zum anderen ist es dann geordneter und ich brauche es bei der nächsten Wäsche oder bei der nächsten Waschmaschinenladung einfach nur noch hervorzücken und bin dann fertig und brauche es halt nur noch in die Waschmaschine mitzulegen. Ich finde das halt einfach super praktisch. Müsst ihr nicht machen, es ist nur die Vorgehensweise von mir, also ist alles in Ordnung. Und hier seht ihr es schon, ich wollte unbedingt die rote Wäsche waschen, denn wir hatten einiges. Und wenn ich so viel habe, dann wisst ihr das auch, sortiere ich immer nochmal nach Materialien. Hier habe ich dann nochmal die etwas dickeren Sachen zuerst in die Wäscheladung getan und im Anschluss wurden dann nochmal die ganzen anderen Sachen gewaschen. Ich wasche übrigens am liebsten mit dem Ariel Waschpulver, der riecht am allerbesten. Und dazu benutze ich dann immer nochmal meinen Weichspüler von Lidl in Sensitiv. Oh, ich finde, diese Kombination ist einfach der Wahnsinn. Und die Wäsche riecht immer super, super toll. Leider ist der sensitive Weichspüler gerade momentan nicht erhältlich, zumindest bei uns. So, die Kinder sind gerade mit Alex raus und ihr seht es hier schon. Im Wohnzimmer liegt so ein bisschen was rum, hier und da. Ist aber ganz schnell gemacht. Ich möchte hier nur gerne weitermachen. Hier im Esszimmer ist auch wieder viel nach dem Mittagessen. Ich möchte hier in diesen beiden Zimmern zuerst weitermachen. Wenn die Kinder gleich zurückkommen, ist das der Aufenthaltsort von denen. Und ich möchte danach nicht nochmal rein, um hier zu filmen. An manchen Tagen schaffe ich es tatsächlich nicht, im Erdgeschoss so die Ordnung zu halten. Ihr wisst ja, in meinem Flur herrscht sowieso immer Chaos. Aber so das Wohnzimmer habe ich eigentlich immer ganz gut im Griff. Klar haben wir immer mal wieder Tage, wo das nicht der Fall ist. Aber in den letzten 2-3 Wochen, oh Gott, Leute, ich weiß nicht, was gerade momentan los ist.
Aber wir haben hier so viele Projekte und wir haben überall Möbel rumliegen, also in Kartons natürlich, noch verpackt. Die flattern halt alle rum und blockieren halt immer irgendwas. Und deswegen komme ich dann gar nicht so richtig zum Aufräumen, weil dann auch so ein bisschen die Motivation fehlt, weil man sowieso weiß, dass alles rumliegt. Und deswegen halte ich halt momentan nicht die Ordnung, wie ich es gewohnt bin. Das hier ist allerdings jetzt mein letzter sozusagen Arbeitstag und ab Montag habe ich offiziell eine Woche Urlaub. Und mit Urlaub wisst ihr, was ich meine. Es ist ein Erwachsenenurlaub. Das heißt, wir werden aufräumen, viel im Haushalt erledigen und auch was für die Schule. Und dann war es das auch schon mit Urlaub. Auch in der Küche liegt wieder einiges rum, wie ihr sehen könnt. Das ist meine Rezeptmappe, die kommt hier weg. Ja, das alles hier muss in die Spülmaschine geräumt werden. Das Besteck da vorne muss erstmal in die Schublade rein. Ihr wisst ja, wir spülen das immer noch mal mit Wasser ab. Das Essen müsste in den Kühlschrank und ja, der Rest müsste halt so weggeräumt werden, ne? Und auch hier liegt noch so ein bisschen was rum. Und hier war ich so enttäuscht, dass ich die Spülmaschine aufgemacht habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da was drin ist. Ich weiß nicht warum. Ich habe gedacht, sie war vorher durchgelaufen und ich habe gesehen, dass Alex was rausgeholt hat. Aber er hat natürlich wieder mal was reingestellt. So sollte es ja auch sein. Sind wir ehrlich, ich finde es gut, wenn das immer so am Laufen ist. Und Alex hat das wirklich mit der Küche so mehr raus als ich. Ich bin dann doch so fauler und denke mir dann manchmal so, ach, keine Lust jetzt die Spülmaschine auszuräumen. Und Alex nutzt dann immer die Freizeit und macht das dann auch. Ich kümmere mich lieber um andere Sachen, ganz ehrlich. Ich mache lieber die Wäsche oder, ich weiß nicht, mache eine Einkaufsliste oder ähnliches, als dass ich mich in der Küche beschäftige. Die Küche ist so, ich weiß nicht, jeder hat ja so seins, ne? Also ich mache ja sowieso schon immer nicht gerne das Geschirr per Hand sauber, das wisst ihr. Das werdet ihr danach nochmal sehen. Aber ja, so die Küche ist im Allgemeinen so ein Ort, der mir nicht allzu viel Spaß macht. Ich muss da echt in so einer Stimmung sein, wie für so eine Putztherapie. Und dann läuft es auch, dann fühle ich mich so in der Stimmung dazu, weil ich dann weiß, dass es mich glücklich macht. An dem Tag war es halt einfach nur, dass es gemacht werden musste und deswegen wurde es gemacht. Und ich hatte euch ja vorgewarnt, diese Lichtverhältnisse an dem Tag waren der Horror. Also wirklich, ihr werdet das im Laufe dieses Videos haben. Es geht immer mal wieder die Sonne runter und wieder rauf und es wird hell und es wird dunkel. Ich konnte echt nichts machen. Denn diese kleinen Schnipsel, also es waren ja echt immer nur so 2-3 Sekunden, hätte ich nicht einstellen können von der Farbe. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel und seht darüber hinweg. Alex kam übrigens gerade vom Einkauf zurück mit den Kindern. Ich packe jetzt schnell den Einkauf aus. Ich werde euch nicht zeigen. Ich werde es nur kurz hier ausbreiten und dann immer gleich weglegen. Das passiert uns übrigens in letzter Zeit auch immer wieder, dass wir nicht mehr einmal die Woche einkaufen, sondern vielleicht alle 2 Wochen. Und dann handhaben wir es so wie in diesem Fall. Wir holen das Nötigste schnell von Lidl, da macht Alex sich eine wirklich kleine Einkaufsliste und geht dann danach einkaufen. So haben wir zum Beispiel frisches Obst für die Woche und halt auch Brot und sowas. Und der ganze andere Rest, zum Beispiel für die Vorratskammer oder sowas, der wird dann die Woche später gekauft. Ja, und hier hatte ich übrigens voll Probleme mit der Pfanne. Die war super schwer und ich hatte an dem Tag aber schon so viel geschafft. Ich hatte einfach keine Kraft mehr in den Armen. Und ihr werdet sehen, wir haben echt noch einiges vor uns und wir schaffen auch echt einiges an diesem Tag. Ich war so super stolz auf mich. Aber meine Arme können halt einfach irgendwann nicht mehr. Und wenn ich dann noch so eine super schwere Pfanne habe, kann man es dann vergessen, dass ich es schaffe, sie zu halten. Aber naja, es ging ja nur ein bisschen daneben. Ihr habt es ja gesehen. Der Rest ist dann Gott sei Dank sicher in der Aufbewahrungsdose da gelandet. Und die ganz Aufmerksamen von euch werden gemerkt haben, ich sprühe da irgendetwas anderes als sonst. Das liegt daran, dass ich jetzt bestimmt schon seit 2 Wochen keine Froschprodukte mehr zu Hause habe, was einfach nur daran liegt, dass ich einfach momentan nicht zum Rossmann komme. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie vollgepackt mein Terminkalender ist. Wir haben gar keine freie Minute mehr und wenn wir eine freie Minute haben, verbringen wir sie halt mit entweder Putzen oder Wäsche machen oder sonst irgendwas. Weil der Haushalt sich natürlich auch nicht von alleine macht. Deswegen verbringe ich dann halt eher die Zeit damit. Aber ich habe dann einfach die Flächen mit diesem Fettentferner von Lidl besprüht. Es klappt auch ganz gut, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin so mein Froschprodukt gewöhnt, ganz besonders dieses Multiflächenspray, dass es für mich einfach merkwürdig war, das mit irgendwas anderem zu machen. Aber es klappt halt auch und ja, ich habe es immer noch nicht geschafft, die Froschprodukte zu holen. Wie gesagt, ab Montag habe ich Urlaub. Ich hoffe, dann bin ich in der Lage, mal dran zu denken, loszufahren und das alles zu holen.
Hier habe ich übrigens einen super, super langen Clip für euch drin gelassen mit dem ganzen Geschirr, das ich dann per Hand abwasche. Ihr wisst, das ist eine Aufgabe, die ich wirklich gar nicht gerne mache. Ich schiebe sie so lange vor mir hin, wie nur irgendwie möglich, aber irgendwann wird es halt einfach zu viel. Und wir hatten von den Vortagen gar nicht so viel. Ich meine, es war so eine Trinkflasche von Max da, ansonsten war der Rest halt von dem Tag. Und das wollte ich dann einfach in Angriff nehmen, weil ich halt, wie gesagt, am nächsten Tag die Küche sauber machen wollte. Und da wollte ich mit einer frischen Küche beginnen. Nicht, dass ich dann auch noch die Küche im Vorfeld putzen musste. Hier habe ich übrigens was Neues ausprobiert. Ich habe ja noch ein bisschen was von der Zitrone vom Essen über gehabt. Und bin dann nochmal über die ganzen Holzsachen, also über das Schneidebrett hier und auch über diesen Kochlöffel. Und es hat echt was gebracht. Nicht nur, dass es gut geduftet hat, ich habe das Gefühl, es hat die Sachen viel, viel besser rausbekommen, die da sonst immer so festhängen. Ansonsten habe ich den Rest so gehandhabt wie immer. Ihr seht es ja, Max Trinkflasche und diese Strohhalme muss ich dann immer mit dieser Bürste speziell für die Strohhalme machen. Aber das klappt wirklich klasse. Die habe ich übrigens von Action, die sind da super günstig. Ich glaube, die Strohhalme und zwei Bürsten habe ich für 1 Euro oder 1,50 Euro geholt. Also gegen das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Action kann man echt nichts sagen. Falls ihr auf der Suche nach sowas seid, kann ich euch Action echt nur empfehlen. Und diese Fläche rechts vom Spülbecken nutze ich ja immer so als Abstellfläche, wenn ich jetzt irgendwas waschen muss oder wenn irgendwas auf die Spülmaschine wartet. Und dadurch, dass alles ja jetzt gerade da frei war, habe ich die Fläche auch nochmal schnell gewischt. Und dann ging es auch schon ins Spülbecken. Und ihr seht es ja, oh, ich habe da immer so viel drinne. Das ist unglaublich. Ich wünschte, wisst ihr, wir hätten wie in Amerika so ein, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber so ein Teil, was dann das alles so vernichtet und klein macht. Wobei ich glaube, ich hätte Angst, dann jedes Mal das Teil anzumachen, dass der irgendwie meine Hand schluckt oder sowas. Aber das wäre dann doch praktischer. Das ist der letzte Schritt. Ihr wisst ja, was ich immer sage. Immer wenn es dann so ans Spülbecken geht, bin ich immer total erleichtert, weil ich weiß, das ist der letzte Schritt in der Küche und ich bin dann durch. Und ich weiß nicht warum, aber das ist immer so ein Glücksgefühl, dann einfach zu wissen, die Küche ist durch. Denn in unserer Küche ist meist sehr viel zu tun. Und deswegen ist das dann, wie gesagt, immer so ein erleichterndes und beruhigendes Gefühl, dass ich dann weiß, wir sind jetzt am Schluss. Hier im Flur liegt ein bisschen was rum. Ihr könnt übrigens sehen, das ist die frische Wäsche. Die muss Alex nachher hochbringen. Hier sind wirklich nur so Kleinigkeiten. Ja, das hat Alex immer noch nicht weggeräumt, obwohl er es mir versprochen hat. Hier sind so ein paar Sachen. Ich habe ein bisschen was bei Action gekauft. Hier sind Emmas Wintersachen, also sowas wie Winterboots und Mützen, Schals und so weiter. Eigentlich müssten die eingeräumt werden. Mache ich aber eventuell erst nächste Woche. Die Schuhe müssen hier einfach weggeräumt werden. Und das Teil, was hier an der Seite steht, das muss wieder in die Garage. Und weil ich gerade so dabei war, euch die anderen Sachen zu zeigen, dachte ich, zeige ich euch diese 4, 5 Artikel von Action ebenfalls. Wir haben einmal so eine LED-Leuchte. Die ist in einem warmen Weiß. Die habe ich für eine Halloween-Deko gekauft, wofür mir allerdings die Kugeln fehlen. Ich war heute auch extra bei Teddy mit den Kindern und da gab es auch keine. Das heißt, das hier werden wir wahrscheinlich trotzdem reintun. Ich weiß aber halt nicht, wie toll das aussehen wird. Aber besser, wir benutzen es, als dass es dann rumliegt. Dann habe ich 2 so eine Duschabzieher gekauft. Eigentlich sind das diese Fensterwischer. Ich habe sie für die Dusche gekauft. 2 komplett unterschiedliche Teile. Beide unter 1 Euro. Das ist so ein typisches Ding in günstig. Und das war so alles in einem rüber. Das hat irgendwie keine Einzelteile, außer dass das hier Gummi ist. Aber trotzdem ist das alles miteinander verbunden. Ihr wisst ja, eigentlich habe ich welche. Und ich weiß das zu 1000%. Ich weiß aber nicht wo. Ich kann sie immer noch nicht finden. Und ich habe auch noch nicht so richtig gesucht. So ein paar Stellen bin ich zwar abgegangen, aber halt noch nicht allzu viele. Und ja, deswegen stelle ich 1 nach unten ins Bad und 1 nach oben, damit dort die Scheiben von den Duschkabinen wenigstens so einigermaßen fleckenfrei bleiben. Und eine Sache, auf die ich mich schon so freue, tut mir echt leid, aber ihr merkt ja die Sonne heute, das ist irgendwie nicht so ganz meins. Eine Badematte fürs kleine Badezimmer hier unten und ihr könnt schon am Muster erkennen, mich nervt dieses Grau da vorne. Ich habe auch das Gefühl, dass es so ständig hin und her rutscht. Das ist irgendwie ganz anders als die Matte davor und ich brauchte einfach wieder etwas mit Farbe. Das Grau war zwar eine kurze Zeit schön, aber ihr merkt es ja, ne? Ich habe überall dieses Grün und überall irgendwelche Blattmuster und so, das ist absolut meins.
als ich dann das hier gesehen habe bei Action, habe ich gedacht, okay, es ist ein Zeichen Gottes. Ich muss es haben. Ganz so dramatisch war es jetzt nicht, aber ich muss es unbedingt haben. Ich liebe das. Und wir machen das aber auch nicht heute, sondern beim nächsten Aufräumen, wenn wir nicht irgendwie alles in einem haben, sondern wirklich nur das Aufräumen und wo wir auch den Boden wischen, damit das hier auf den sauberen Boden ausgelegt werden kann. Das war's dann auch schon. Ich hatte ja zuvor erwähnt, dass wir mit den Kindern bei Teddy waren und das ist der Einkauf davon. Wir haben einmal so eine Verschlussklammern gekauft. Oh, die sind echt immer super praktisch und in der Küche einfach ein Muss, wie ich finde. Und dann haben wir natürlich auch noch diese Einladungskarten für Max geholt in Fußballoptik, denn darum dreht sich sein ganzer Geburtstag. Und das kleine Badezimmer. So ein bisschen was liegt hier rum. Ich musste heute die Zähne der Kinder hier unten putzen, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Das muss nachher nochmal hochgebracht werden. Ansonsten wischen wir jetzt schnell nochmal mit einem Feuchttuch lang und dann sind wir durch. Und ein kleines Badezimmer wie dieses wirkt immer sehr, sehr schnell vollgestopft. Deswegen versuche ich es so minimalistisch dort drin wie nur möglich zu halten. Und ihr seht es ja, ich musste an dem Tag die Kinder frisch machen und so weiter und deswegen lag da einiges rum. Ihr wisst, mein 00-WC-Aktivpulver darf in dem WC definitiv nicht fehlen. Das ist so ein Muss bei mir. Und hier nehme ich ja meine Feuchttücher. Ich hatte euch erzählt, dass ich das mache. Und ich weiß, dass einige von euch denken, das hinterlässt Schlieren. Dadurch, dass ich es aber auch immer nass mache, ist das dann absolut nicht der Fall. Also selbst in der Toilette, da benutze ich ja kein Wasser, dann benutze ich nur das Tuch. Aber auch da hinterlässt es keine Streifen. Das klappt halt wirklich super gut. Und das liegt aber vielleicht daran, dass es keine Feuchttücher von Pampers sind. Denn ich weiß, dass diese damals bei mir auch Streifen hinterlassen haben. Die von Lidl tun das nicht. Also ich hatte noch nie Probleme damit und wie gesagt, ich gehe auch teilweise über diese schwarzen Flächen da, über dieses Waschbecken und auch da hinterlässt es nichts. Und das ist ja normalerweise der Ort, wo dann immer irgendwas sichtbar ist. Also vielleicht versucht ihr es dann einfach mal mit den Feuchttüchern von Lidl. So, wir sind mit dem Aufräumen durch und wir machen uns jetzt an die Deko. Wir haben Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Die Deko, die ich hier so habe und die ich heute verwenden werde, habe ich euch bereits in meinem letzten Video gezeigt, als ich die Herbstdeko gemacht habe. Ich werde euch das hier oben verlinken. Zwei Sachen habe ich allerdings neu gekauft und die würde ich euch gerne mal kurz zeigen. Beide Sachen habe ich vor ungefähr 2 Wochen bei Teddy geholt. Das eine ist ein Kessel für 5 Euro. So sieht er aus. Wie gesagt, von Teddy. Und hier rein sollte dann diese Leuchtkette in diesem warmen Ton. Und obendrauf sollten durchsichtige Weihnachtskugeln drauf. Und das sollte dann so wie Blubberblasen darstellen. Ich hatte das mal auf Instagram oder auf Pinterest gesehen und war hin und weg. Und ich weiß, dass Action welche hat. Die hatten die immer. Und ich glaube, ich habe 2 oder so zu Hause. Aber 2 kannst du natürlich hierfür nicht verwenden. Ich brauche also definitiv mehr. Bei Teddy gab es vereinzelte. Und ich glaube, pro Stück hätte ich 1 Euro zahlen müssen. Und ich brauche ungefähr 10, 15 Stück hier drin. Das mache ich nicht. Ihr wisst, wie geizig ich bin. Notfalls mache ich das nächstes Jahr. Dieses Jahr kommt dann nur die Leuchtkette rein, damit da so ein bisschen was rausleuchtet. Und mehr mache ich da erstmal nicht mit. Aber ich habe gedacht, das wird dann halt ganz hübsch aussehen. Ach ja, seht ihr noch, was habe ich gekauft? Für 2 Euro so eine Strohhalme mit kleinen Skeletten drauf. Oh, ich weiß, dass die Kinder die lieben werden. Wir hatten letztes Jahr welche mit so Kürbissen drin. Und Emma hat die immer noch bis zu diesem Jahr. Ich mache sie Gott sei Dank immer mit diesem Strohhalm-Zeug sauber. Diese Bürste, die da wirklich reingeht. Aber ja, die lieben so ein Zeug. Und deswegen habe ich die gleich mitgenommen. 5 Stück sind hier drin für 2 Euro. Und etwas, von dem ich total begeistert war, für 7 Euro. Wer mich kennt, wird wissen, es ist etwas zu teuer für meinen Geschmack. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen, weil ich nämlich für dieses süße Teil hier ein Plätzchen habe. Das ist ein Skelett, der lässt sich so ausklappen. Das ist das Gute, der lässt sich nämlich super verstauen, weil die Teile hier wirklich halten, wenn man die einknickt. Also die Form, die hält. Die ich hier mache, die hält dann auch. Und diesen kleinen Typen hier will ich im Flur platzieren. Und ihr könnt gleich sehen, wie. Wie gesagt, 7 Euro und das letzte Teil. Viel Spaß beim Dekorieren. Und ja, ich habe versucht, die Deko mal wieder so ein bisschen minimalistisch zu halten. Ihr werdet jetzt gar nicht so viel Änderungen sehen. So ein paar Sachen, auf die war ich super stolz. Ich wollte unbedingt diesen Flur dekorieren. Und dieses Skelett, oh Gott, das kam einfach gelegen. Ich werde definitiv noch ein paar davon holen und die dann so im Flur verteilen. Zumindest fürs nächste Jahr. Ich warte, bis die günstiger sind und im Angebot. Ihr wisst ja, wie ich das immer handhabe. Ich versuche die Deko eigentlich immer nach der Saison zu kaufen, weil sie dann um einiges günstiger ist. Das klappt nur leider nicht immer. In dem Fall werde ich aber jetzt definitiv warten, denn ich habe ja schon 1 und das reicht jetzt erstmal für dieses Halloween. Fürs nächste will ich aber definitiv mehr haben. Ja, dann habe ich mir diese Vase hier geschnappt. Hätte ich eine zweite gehabt, hätte ich wahrscheinlich diese benutzt, aber ja, das war jetzt nun mal das Einzige, was ich hatte. Und ich muss sagen, ich war am Ende wirklich sehr zufrieden, wie das geworden ist.
Diese schwarzen Blüten habe ich alle von Shein. Die habe ich euch bei meinem letzten Haul von Shein gezeigt. Das Video hatte ich euch am Anfang verlinkt. Das war mein Herbstdeko-Video. Die waren wirklich günstig und guck mal, wie schön das Ganze dann ausgesehen hat. Und auch der Kessel, ja, der war halt schnell dekoriert. Diesen Kranz hier haben Max und ich letztes Jahr gebastelt. Da haben wir einfach nur Blumen genommen und so eine Totenköpfe geholt und die dann in die Blüten geklebt und dann auf einen runden Kranz und dann hier so reingestochen. Der hält aber kaum noch und ich habe auch keine Verwendung, momentan zumindest für ihn. Vielleicht finde ich ja noch eine. Und im Haus versuche ich immer nur so 3-4 Stellen zu dekorieren. Ich habe halt echt so meine Spots, die ich dann auch immer wieder für die Deko benutze. Und mehr versuche ich da nicht zu machen. Denn ich finde, so Deko ist halt auch immer ein Staubfänger. Die Kinder haben natürlich auch immer die Möglichkeit, dran zu gehen. Deswegen versuche ich hier nach dem Motto zu gehen, weniger ist mehr. So, und hier im Hauswirtschaftsraum seht ihr schon, wir haben die ganze dreckige Wäsche sortiert. Hier sind nur noch Jacken und weiße Handtücher drin. Da sind alle Sportklamotten, die wasche ich immer einzeln. Hier sind so ein paar Sachen, die jetzt als nächstes gewaschen werden müssen. Nach Farben sortiert. Da warte ich darauf, dass das hier zu Ende geht. Und ihr seht, es sind noch 11 Minuten. Und dann sind wir hier durch und alles ist abgehangen. Das kleine Bad ist jetzt auch sauber. Haben hier nochmal überall drüber gewischt. Hier hatte ich nochmal mein 00 WC Aktivpulver benutzt. Und es ist sauber genug. Und die Küche ist Gott sei Dank wieder sauber. Ihr wisst, die Tupperware da vorne mache ich nicht per Hand sauber. Da warte ich immer auf den nächsten Spülgang. Hier ist alles sauber. Da hat uns Alex' Mutter so eine Apfelküchlein gebracht. Und diese Handtücher trocknen hier nur noch und dann kommen sie in die Wäsche. Die sind nämlich total nass vom Saubermachen. Im Wohnzimmer sind wir jetzt auch durch, wie ihr sehen könnt. Haben wir hier so alles weggeräumt. Es ist jetzt sauber. Und hier habe ich gar nichts an Deko gemacht. So, hier im Esszimmer ist es jetzt aufgeräumt, übrigens 2 oder 3 Mal sogar heute. Und ihr seht, ich habe hier so kleine Skelette aufgehangen. Die leuchten dann im Dunkeln, weil sie natürlich viel von dieser Lampe hier abbekommen. Hier an der Fensterbank habe ich ja auch noch mal ein bisschen was umgestellt. Ich hatte es euch ja schon gezeigt. Aber wenn wir hier erstmal die Blubberblasen machen, dann mache ich das nächstes Jahr in den Flur. Da werde ich dann das Ganze so ein bisschen umstrukturieren. Und auch hier seht ihr wieder, ich habe hier wieder kombiniert. Das heißt, wir haben zu der Herbstdeko noch ein bisschen was an Halloween mit hinzugegeben, allerdings nicht ganz so viel. So sieht es jetzt hier aus. Wie gesagt, darum kümmern wir uns noch. Die Wäsche habe ich übrigens noch nicht weggebracht. Dieses kleine Skelett steht hier. Da kommen ja dann Süßigkeiten rein. Die habe ich schon gekauft, allerdings mache ich die noch nicht rein, sonst werden die von meinen Kindern weggegessen. So, hier oben geht es mit der Deko weiter und ihr seht, ich habe nur 2 Teile hier mit eingefügt. Ich hatte jetzt nicht allzu viel und ich wollte auch nicht, dass das hier sich sozusagen sticht. Deswegen habe ich Sachen hingestellt, von denen ich gedacht habe, die passen da gut hin. Dieser kleine Typ hier gefällt mir jetzt richtig gut. Der sitzt auf unserem kleinen Staubsaugroboter und der hält was in der Hand. Da habe ich diesen Kranz hingehangen, den Max und ich letztes Jahr gebastelt haben. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Die Deko ist beibehalten worden, da hat sich nichts geändert. Und diesen Blumenstrauß habe ich sozusagen ausgebaut. Ihr seht, letztes Mal konnten wir das ja nicht aufhängen. Das habe ich jetzt einfach dahingestellt. Ich finde, das wirkt jetzt richtig gut. Und hier ist jetzt so ein Stich Schwarz mit drin. Das Ganze wirkt jetzt etwas voller. So, hier im Flur haben wir jetzt noch die Hüte dran gehangen. Hier sind 3 Stück im Vorderbereich und 2 an der Seite. Und ich finde, wenn man jetzt so reinkommt, dann sieht man diese hängenden Hüte. Farbe, die typisch ist für den Herbst und Halloween. Dann die Skelett. Da hinten ist auch noch mal 1. Ich finde, das wirkt jetzt richtig, richtig festlich. Und wenn man sich dann zur Seite dreht, sieht man dann diesen Strauß hier vorne. Also ist es jetzt eigentlich wirklich so, wie ich es gerne haben wollte. Einfach perfekt. So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Es ist jetzt 17:45. So ein bisschen was habe ich heute hier im Haus geschafft, trotz der Kinder. Aber Alex hat mir wieder geholfen, nachdem er aufgewacht war. Das war dann um einiges einfacher, als das Ganze hier allein zu machen. Und ihr seht ja, es ist jetzt alles fertig. Ich werde gleich üblicherweise in die Wanne hüpfen. Bevor ich das allerdings mache, muss ich nochmal die Wäsche aufhängen. Ich bedanke mich ganz, ganz doll bei jedem Einzelnen von euch, der dabei war heute, der hier vielleicht fleißig mitdekoriert hat oder mit aufgeräumt hat. Und für die anderen hoffe ich, dass es euch zumindest gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Vielen, vielen lieben Dank nochmal und bis dann. Thank you.